Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute einmal mein zweites Bastel-Update zu den Stanzen von Globaland. Ich habe ein bisschen was ja durchgekurbelt, gebastelt. Wie ihr seht, ganz viele Garn-Tags. Und nach dem Intro gibt es mehr davon. Ja, ich hatte mir so ein Stanzenset ausgesucht für Fotos, wo so ein klassischer Filmstreifen mit dabei ist und einmal hier so ein Halbkreis, wo man viele kleine Fotos in so eine, ja, Tasche stecken kann. Und ich habe das aber total zweckentfremdet und habe jetzt nicht mit Fotos gearbeitet, sondern ich habe eine Motivationstafel für meinen, ja, im Grunde genommen Frühsport gebastelt oder dass ich jetzt zu Hause ein bisschen was mache. Ich hatte nämlich angefangen, aber das ist immer noch so unregelmäßig. Und damit ich mich motivieren kann, habe ich eben mir so eine kleine Motivationstafel gebastelt, dass ich einmal am Tag so ein bisschen Sport mache und hoffe, kriege ich das darüber auch hin. Aber das funktioniert super. Man hat ja so kleine Einschiebetags, die dann eben halt hier reingeschoben werden und man kann die nochmal leeren, wenn man das möchte, einfach hier was draufkleben. Ich habe aber festgestellt, was vielleicht günstiger wäre, wenn man hier gar nichts weiter draufklebt und sondern das glatt lässt, dann lässt sich das leichter reinschieben. Der Filmstreifen, der ist ganz unspektakulär, das ist einfach nur ein Streifen, da müsste man sich was einfach zurechtschneiden als Untergrund und dann kann man den draufkleben und Fotos reinkleben, aber der hat trotzdem eine schöne Größe. Ich finde so ein bisschen, ja, Bilderrahmen, also Passfoto, Größe ist das schon, aber ich habe gerade kein Album, wo ich das gerade für brauche, weil Mini-Album ist dann doch ein bisschen kleiner immer. So, und dann komme ich einmal zu diesem, ja, Halbkreis und zwar zu meiner, ja, Motivationstafel. Ganz bunt ist es geworden. Ich habe das bunte Actionpapier benutzt und habe jetzt, weil das genau 7 Käfte hat, mir so eine, ja, Woche fertig gemacht zur Motivation. Ich habe die kleinen Tags immer mit buntem Papier ausgestanzt und habe sie aber von beiden Seiten dann mit der kleinen Stanze geleert, wie ihr seht. Habe das draufgeklebt und habe überall noch ein Sticker drauf gemacht. Rückseite habe ich überall so ein Herzchen. Das ist dann immer, wenn das erscheint, dann habe ich Sport gemacht. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Hier oben habe ich ein bisschen Schleifenband durchgezogen, festgemacht, die Enden abgeschnitten und mit dem Feuerzeug versiegelt, damit das nicht auftrudelt. Und wenn man das einmal alles so rauszieht, sieht man das, dass das dann gelb ist unten drunter, der große Ring und den anderen Ring, den leert man eben drauf. Und ich habe ein bisschen mit doppelseitigem Klebeband gearbeitet und habe das hier unten relativ kräftig benutzt und hier zwischen immer nur so einen ganz schmalen Steg geklebt, dass man dann eben halt das wieder noch gut rein- und rausziehen kann, die kleinen Tags. Und die passen dann hier sehr schön rein und raus. Und andersrum ist einmal hier das Herzchen zu sehen. Ich habe Sticker benutzt aus diesen bunten Actionblöcken und habe das jetzt mit Absicht ganz bunt gemacht. Und wenn da meine Woche echt gut gelaufen ist und alles jeden Tag ich geschafft habe, dann habe ich überall Herzchen zur Motivation und wenn nicht, dann bleiben eben halt vorne die bunten Sticker, die ich dann in Pink gelassen habe. Aber damit kann man lustige Sachen machen. Und ich glaube auch für ein großes Fotoalbum mit kleinen Fotos ist das schon genial. Das macht schon echt Spaß. Auch die Tags jetzt hier, das geht alles super einfach rein und raus. Von der Rückseite habe ich das jetzt einfach nur noch mal beklebt. Turnschuhsticker, Schrift, Herzchen, Sternschnuppe. Das ist schon echt eine coole Stanze. Also ich glaube echt für so ein Fotoalbum mit vielen kleinen Fotos oder man könnte ja auch eine Doppelseite machen, die man aufschlägt, andere Seite nochmal, ist das schon echt ein lustiges Stanzenset. So, einmal so mit den ganzen Herzchen. Hat ja auch irgendwie was. Ich habe noch ganz viele kleine Stickersternchen draufgeklebt, die gab es letztens im Teddy. Aber das ist einmal die Stanze zu den, ja, Fotosachen. Dann kommen wir zur nächsten und zwar sind das ganz, ganz viele Garn-Tags. Das ist ein Riesenset. Ich habe schon Garn-Tags, aber in groß und deshalb finde ich die total super. Für mich auch so ein bisschen der Anlass, einmal alles durchzuorganisieren, gerade weil die hier ein bisschen kleiner sind, verschiedene Form, Größen, shabby, also einmal ein bisschen rund, ein bisschen verspielter, dann
sehr gerade das Ganze. Hier einmal total shabby. Wieder so ein bisschen, ja, drei kleine Bögen. Hier könnte man ein super Loch durchmachen zum Aufhängen. Und hier das Ganze nochmal in so einer ganz kleinen Variante. Und ich habe auch mit allen ein bisschen gearbeitet. Hier haben wir einmal eine Lasche noch dazu. Dann haben wir noch eine Stanze dazu, womit man sich so Einkerbung machen kann. Also ein schönes, umfangreiches Set. Und von der Größe her finde ich super. Ich habe nämlich schon ein bisschen was gewickelt. Kann ich euch mal zeigen. Und es ist echt praktisch. Und ich habe auch geguckt, das Stanzenset ist gerade wieder bei Globeland vorrätig. Es war ja letztens ausverkauft, das ist wieder da. Die Lochverstärkungsringe zu diesen ganzen Jahreszeiten, die sind noch nicht wieder da, aber die anderen Lochverstärkungsringe, die haben sie auch noch vorrätig. So, und das Ganze so normal durchgekurbelt ist einmal hier die Shabby-Version. Die kann man nochmal leeren, wenn man das möchte. Habe ich jetzt die alten Actionblöcke, die brauche ich auf. Und habe jetzt hier einfach buntes Papier genommen. Habe das auch doppelt zusammengeklebt, dann wird das ein bisschen stabiler und dann kann man da ordentlich was draufwickeln. So könnte das dann aussehen. Und was ich schon praktisch finde auch, ist diese kleine Lasche, die man sich rankleben kann. Diese Stanze. Hat man hier unten die Klebelasche und dann klebt man das gegen. Und ich habe so viele kleine Klettpünktchen und die habe ich halbiert. Und dann habe ich das einmal hier so einen halben Punkt draufgeklebt. Oben, unten zusammengedrückt und dann hält das dann von alleine. Finde ich ganz schön vielleicht, wenn man mal eine Happy Meal verschickt, dann kann man das echt schön aufwickeln, zusammentun und dann sieht das total nett aus. Finde ich total süß, dass die Lasche damit dran ist. Das ist echt ein ja, lustiges Goodie, so. Das ist echt prima. So, und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze ein bisschen aufgewickelt aussieht. Und zwar, hier haben wir einmal so ein ganzes Set aus dem Action. Muss ich schon sagen, das ist echt, mein lieber Mann, ein Haufen Pappe und Plastik. Das ist diese Rolle, wo diese Bänder drauf waren. Da ist ja immer nicht viel drauf. Ja, 10 Bänder mal 1,5 Meter. 1,5 Meter, also es ist echt wenig auf so viel Plastik. Und nochmal ein Umkarton. So, und ich habe jetzt alles einmal gewickelt. Und rausgekommen ist jetzt so viel. Aber ich habe jetzt einmal hier die verschiedenen Tags. Einmal die ganzen Formen. Hier zum Beispiel dieses Shabby Tag. Dann war so ganz dickes Band mit dabei. Also auf dem kann man relativ viel immer raufwickeln, wenn man nur Höhe kriegen möchte. Dann einmal hier mit so einer runden Form. Schön gerade gewickelt. Ich habe jetzt immer alles mit einer Nadel verschlossen. Ich habe extra noch Nadeln mir besorgt gehabt, die ganz dünn sind mit diesen Glasköpfen. Die sind dann auch immer schön scharf vorne. Und dann kann das so ja wegsortiert werden. Oder die ganz kleinen Garntexte kann man so zack in eine Kiste mitschmeißen. Hier ist die nächste Form. Hier ist das nur so ein bisschen durchsichtiges ja Organza-Band. Aber es ist jetzt halt, wenn ihr mal guckt, da ist nicht viel drauf. 1,5 Meter, das ist echt wenig. Hier wieder einmal die Form, wo man so ein Loch durchmachen könnte. Und die Form finde ich auch gut, weil sie schön gerade ist. Also man kann immer schön gerade am Rand hier einmal wickeln, ohne dass man so schief kommt. Und meine ultimative Lieblingsform, das ist die ganz gerade, muss ich sagen. Die war für mich am besten. Hier ist einmal mit dem Klettverschluss das Ganze auch. Einmal so drum, dann könnte man theoretischerweise auf die Nadel verzichten und kann das hier so fertig machen. Aber das ist die schönste Form, muss ich sagen, weil es hier ganz gerade ist. Man wickelt dadurch immer ganz gerade und man kann das dann eben halt alles hintereinander wegstapeln, so und dann in eine Kiste stellen. Das finde ich total cool. Vom optischen her sehr unspektakulär. Ich finde, sieht aus wie so eine große Garnspule, aber total praktisch. Also auch hier einmal das breitere Band schön gerade aufgewickelt, mit der Nadel festgemacht und dann kann man das so wegorganisieren. Also die ist echt cool. Also die anderen sind auch cool, aber die sind halt eben, man kommt dann hier ein bisschen mehr über den Rand, da muss man immer gerade wickeln. Aber so habe ich einmal alle Bänzel, die auf der ganzen Rolle waren, habe ich jetzt einmal hier raufgewickelt schon mal. Kann man jetzt immer schön gucken, welche Breite das hat, welche Farbe und kann das dann ja alles hintereinander so wegstapeln und sich organisieren. Total cool. Und je nachdem, was man dann hat, kann man das schön sehen. Oder ich habe mir auch im Bastelladen letztens richtig schönes Band gekauft.
einmal, das ist so ein bisschen dicker und glitzert ganz doll, einmal wie wieder die schöne gerade Form. Und hier oben habe ich die Stanze benutzt, womit man zwei Schlitze in das Tag reinstanzen kann. Also man stanzt sich erst das Tag aus und legt das dann nochmal drauf, kurbelt das ein zweites Mal durch. Dann kann man hier so Schlitze machen und dann kann man sein Band, wenn es ein bisschen dicker ist, kann das dann in diese Schlitze gleich so reinmachen. Das würde auch gehen. Aber die sind ein bisschen dick. Das wäre dann nur was so für dicke Spitze oder sowas, für so ja, dickes Plusterband oder vielleicht Pompon-Trim. Und dann kann man sich das da oben festmachen, was ja auch ganz gut funktioniert. Aber ich habe hier richtig schön gerade gewickelt, wegen diesem schönen geraden Rand. Das finde ich total klasse. Und hier nochmal das Runde. Wieder einmal mit dieser Lasche. Funktioniert echt gut, kann man nichts sagen. Da kann man echt schön was wickeln. Das sind hier immer 1,5 Meter, hatte ich mir geholt gehabt von diesem Glitzerband. Und es ist jetzt perfekt. Das knüdelt jetzt nicht irgendwo in der Tüte rum. Total cool. Und so geht das noch weiter. Ich war schon ganz fleißig, weil ich habe so viele Bänzel, wo immer nur so ein Meter da ist. Und dann kann man das alles schön straff und zügig wegordnen. Hier habe ich jeweils immer jetzt doppelt geklebt. Einmal das Designpapier. Und jetzt kommen noch die Minis. Und die sind total praktisch, habe ich festgestellt. Die habe ich nur einmal mit einem Bogen Papier gemacht, habe das drum gewickelt und das reicht schon. Einmal hier so ein Gummi-Stretchband, wieder einfach nur mit der Nadel fixiert. Und hier, das waren nur so, ja, 30, 40 Zentimeter. Aber es reicht ja. Und das ist jetzt eine Lage und zum Wegwickeln und Wegstellen oder hier einfach in eine Kiste dann. Funktioniert das total super. Oder hier habe ich hier so ein anderes Spitzenband, das war ein bisschen mehr, aber funktioniert total super. Hat man hier was zum Anfassen, das finde ich ganz gut. Und dann kann man schön wickeln, mit der Nadel festmachen. Und dann hat man das einmal hier schön übersichtlich von seinen ganzen kleinen Mengen und kann das dann halt irgendwo mit hin sortieren. Ja, also das Set macht Spaß, ist echt praktisch. Vor allem, man kann ja auch alles einmal nehmen, auf eine große Platte packen. Einmal ordentlich durchkurbeln und dann hat man schon ganz viel. Und dann macht man da mal ein bisschen was, legt sich das beiseite und wenn man was kauft, dann kann man es entweder gleich drauf wickeln. Ich muss erstmal ganz viel organisieren und nochmal, ja, viel mehr noch wickeln. Aber die haben echt Spaß gemacht. Also das ist ein schönes Set. Je nachdem, welche Form man da haben möchte, kann man da ganz viel, ja, schaffen, wegorganisieren. Ich meine mal, das machen wir ja auch ganz oft und lieben wir, dass wir ordnen, sortieren, das alles immer ordentlich haben wollen und übersichtlich haben wollen. Ja, das waren einmal noch meine beiden Stanzen von Globeland. Die Links natürlich einmal in der Videobeschreibung und auch noch ein Couponcode. Heike10, wer da gucken möchte, wie gesagt, die sind gerade vorrätig, was ich ganz gut finde. Ich hatte ja auch Globeland angeschrieben gehabt und die scheinen immer doch dann wieder nachzuproduzieren und das neu reinzustellen und dann funktionieren die Links wieder. Ja, und hier noch einmal die andere Stranze. Ja, das war es dann heute gewesen. Bastel-Update zu den Stanzen. Das nächste Mal gibt es mein erstes geplottetes Mini-Album. Ich habe geplottet, ich war richtig fleißig und das ist jetzt endlich fertig geworden und dann gibt es ein Mini-Album aus meinem Plotter zu sehen. Guti tu und bis dahin, habt noch einen schönen Restsonntag. Bis dann, tschüss!